Für die Notation schauen Sie, g von, jetzt sage ich es mal hier, Theta. Theta ist jetzt hier der Parameter. Was gibt es jetzt hier an? Es gibt jetzt nichts anderes an als die Wahrscheinlichkeit. Ja, also Wahrscheinlichkeit, so schreibe ich jetzt einfach mal dazu. Das, also in Abhängigkeit des Parameters, also in Abhängigkeit von Abhängigkeit, Gegebenheit von Theta, dass eine gegebene Nullhypothese, dass eine gegebene Nullhypothese, okay, Augenblick, Hypothese beim wahren Wert, schreibe ich jetzt hier nochmal dazu, Wert Theta, jetzt in dem Fall abgelehnt wird. Okay. Machen wir kurz ein Beispiel. Wir hatten jetzt hier gerade ein Beispiel gehabt, wie die Güterfunktion bei der Mathe die Alpha aussehen würde. Die Alpha würde jetzt in dem Fall davon ausgehen, wenn jetzt die Nullhypothese falsch ist, dann soll die Wahrscheinlichkeit 1 abgelehnt werden. Wenn die Nullhypothese da ist, dann soll sie Wahrscheinlichkeit 0 abgelehnt werden. Deswegen, das hatten wir ja schon. Also, jetzt hier gerade zum Beispiel für, mal gucken, ob es noch da hat. Schauen Sie, also, okay. Ich lege das mal kurz auf, nur dass Sie das wissen. Ja? Also, wie gesagt, hier haben wir jetzt die Güterfunktion im Fall eines idealen Tests. Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese abgelehnt wird, wenn jetzt in dem Fall zum Beispiel jetzt gerade der Wert hier 3 ist oder so, ja? Also mir ist jetzt hier gleich 3 in Wahrheit, ja? Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier abgelehnt werden soll, soll jetzt hier dann gleich 1 sein. Ne? Würden wir jetzt ja im Prinzip die richtige Entscheidung treffen. Ja? Und bei 2 soll jetzt in dem Fall die Wahrscheinlichkeit nicht sein. Ja? Also so sieht jetzt hier die Güterfunktion im Idealfall aus. Jetzt ist nur die Frage, ja gut, also das hätten wir gerne, weil würde es, wie gesagt, würde die Güterfunktion so aussehen erlangt, und dann würden wir keine Fehlentscheidung treffen. Das, ne? Das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt jetzt hier immer im Prinzip eine positive Wahrscheinlichkeit für eine Fehlentscheidung. Okay? Je nachdem, was jetzt hier der wahre Wert ist. Schauen Sie jetzt gerade für die Gegenstatistik. Und wie jetzt tatsächlich die Güterfunktion aussieht, schauen wir uns mal gleich mal an. Ja, also schreibe ich jetzt einfach mal dazu. Und dann rechnen wir das mal aus. Also gerade für Sie als Beispiel. Also jetzt müssen wir mal abschreiben. Wir reden jetzt hier gerade von Hypothesen, das sind zwar fest, aber der Wartungswert war ein Normalverteil. Normalverteil für 5% falsch, schauen Sie. Das schaue ich jetzt hier einfach mal kurz an. Also schauen Sie. Wie sieht jetzt hier die Güterfunktion tatsächlich aus? Also bei dem Test, den Tests auf den Erwartungswert. Okay. Bei Normalverteilung schaue ich jetzt hier mal zu. Bei Normalverteilung und bekannter Varianz. Man sieht nichts. Warum nicht? Ha. Screenshot oder was? Nee, das ist jetzt, ne? Okay, vielleicht das? Ja, okay. Cool. So, wusste ich nicht, woher das kam, sorry.
Ich habe hier also aus Versehen jetzt irgendwas angefasst. Weiß ich nicht, also okay, also nochmal von vorne. Also, warum geht's? Schauen Sie, es geht jetzt hier einfach nur darum, dass ich jetzt hier im Prinzip die Gütefunktion aus, tatsächlich. Ne? Also quasi jetzt in der Realität. Wenn wir jetzt den Test auf den Erwartungswert angucken, bei normal verteilter und bekannter Varianz. Ne? Also, schaffe ich jetzt hier nochmal dazu. Okay? Hat die Gütefunktion die folgende Gestalt? Hat die Gütefunktion, schreibe ich jetzt hier nochmal dazu, die folgende Gestalt. Okay? Und jetzt, und zwar jeweils in Abhängigkeit der Nullhypothese. Ich schreibe jetzt hier einfach mal erstmal die Nullhypothese hin und dann schreibe ich die Gütefunktion hin, wie sie jetzt hier dann aussieht. Können Sie vielleicht mal ganz kurz notieren. Ja? Steht auch ein bisschen drin, wie gesagt, dass Sie das jetzt hier in diesem Kontext wiederfinden. Für den Fall, dass es hier dann relevant sein wäre für Sie. Also H0 schreibe ich jetzt hier mal dazu. Mü ist jetzt hier gleich Mü 0. Die Gegenhypothese ist auch offensichtlich. H1, Mü ist dann ungleich Mü 0. Okay. So, wie sieht jetzt hier die Gütefunktion dann aus? Das ist jetzt hier eigentlich das, was man jetzt hier dann ausrechnen würde. Schreibe ich jetzt einfach mal dazu. Gütefunktion nachher nicht mal von Mü. Offensichtlich nicht. Also, wenn das jetzt hier der wahre Wert ist, wie sieht jetzt die Wahrscheinlichkeit aus, dass diese Nullhypothese abgelehnt wird? Wie berechnet sich das? Und dann kommt jetzt hier folgendes Ergebnis raus. Also nicht erschrecken, bitte. Ne? Keine Angst. Müssen Sie auch nicht auswendig lernen oder so. Ne? Also 1 minus Phi von Phi ist der, wie gesagt, das wissen Sie, das ist die Verteilungsfunktion der Standardkommaverteilung. Ne? Das kennen Sie. Verteilungsfunktion der Standardkommaverteilung, und dann schreibe ich hier rein, das ist das 1 minus Alpha halbe Quantil der Standardkommaverteilung. Und dann steht hier minus, schreibe ich jetzt hier einfach mal dazu, mu minus mu 0 geteilt durch Sigma durch Wurzel n. Das ist jetzt hier erstmal die eine Seite. Und dann plus, schreibe ich jetzt hier nochmal dazu, phi von. Also das ist jetzt ebenfalls die Verteilungsfunktion der Standardkommaverteilung. Und dann minus, schreibe ich jetzt hier nochmal dazu, z1 minus alpha halbe. Z1 minus alpha halbe ist jetzt das 1 minus alpha halbe Quantil der Standardkommaverteilung, ne? Das kennen Sie. Und dann minus, jetzt in dem Fall, mu minus mu 0 geteilt durch Sigma durch Wurzel n. Ne? Also diese Größe bestimmt sich halt je nachdem, was daraus zu welchem Niveau Sie jetzt hier testen. Dann berechnen Sie das Quantil und dann berechnen Sie jetzt hier alle anderen Angaben, die jetzt hier jetzt im Endeffekt dann vorhanden sind. Und dann bekommen Sie eigentlich eine Funktion, jetzt in Abhängigkeit von mu, schreibe ich jetzt einfach mal dazu. Ne? Also das ist jetzt hier eigentlich nur das Einzige, was Sie sich jetzt in dem Fall aussuchen. Dann setzen Sie halt einfach die Werte nach. Ja? Wie komme ich darauf? Das machen wir gleich. Aber erstmal, nur dass Sie das wissen, was das so ist. Dann finden Sie das jetzt hier auch was gibt. Ja? Also, wenn jetzt hier eigentlich Sie zum Beispiel nach dieser Gütefunktion gefragt wird, oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das und so weiter. Ja? Okay? Gut. Das ist jetzt hier für den zweiseitigen Test so. Ja? Aber wie gesagt, nicht erschrecken, das müssen Sie ja nicht auswendig lernen. Ja? Aber gegebenenfalls sollte man das vielleicht mal, schauen Sie sich mal die Aufgabe dazu an. Okay, das ist jetzt hier Teil 1. Dann schreibe ich jetzt hier noch an für die anderen beiden, also für den links- und für den rechtsseitigen Test. Fange ich jetzt hier mal mit dem rechtsseitigen an. Haben Sie es aufgeschrieben? Ja. Schreibe ich jetzt wieder runter, also die Funktion. Jetzt hier für den rechtsseitigen Test, und zwar H0, Doppelpunkt, mu kleiner gleich mu 0 gegen H1 mu größer mu 0. Ja, wie sieht da jetzt hier die Gütefunktion aus? Und zwar in Abhängigkeit von μ. Schauen Sie, da bekommt man 1 minus eine Wert der Verteilungsfunktion jetzt hier an der Stelle μ minus μ 0 geteilt durch Sigma durch Wurzel n. Okay? Also wie gesagt, hier geht, ja, ich habe hier das 1 minus alpha irgendwie vergessen. Ah, Mist, sorry. Also nochmal. Wert der Verteilungsfunktion an dieser Stelle z1 minus alpha. Ja, das müssen Sie vielleicht hier nochmal einsetzen. z1 minus alpha und minus das ganze Zeug. Also mu minus mu 0 geteilt durch Sigma durch Wurzel n. Das ist also das, was Sie auch im Skript wiederfinden, aber nur, dass Sie in der Lage sind, das zuzuordnen. Okay, das ist jetzt hier die Gütefunktion in Abhängigkeit jetzt hier von mu. Alle anderen Größen kennen Sie. Ja, was ist die Sache? Setzen Sie ein. Haben Sie eine Funktion in Abhängigkeit von mir bestimmt? Ja? Gerade nämlich jetzt die Gütefunktion. So. Und da könnte man jetzt hier speziell nach diesen Wahrscheinlichkeiten für Sie dann fragen. Okay. Drittens.
Und zwar, jetzt gerade für den linksseitigen Bereich, schauen Sie, also μ größer gleich 0 ist jetzt hier die Nullhypothese. Und die Gegenhypothese lautet, μ ist kleiner als 0. Und dann sieht jetzt hier die Gütefunktion wie folgt aus. Das ist das Ergebnis, also wie gesagt, schreibe ich jetzt einfach mal an. Die Gütefunktion ist dann der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an diese Stelle. Und zwar an der Stelle minus z1 minus alpha. Das ist das 1 minus alpha Quantil der Standardnormalverteilung an minus μ minus μ geteilt durch sigma durchrissen n. Okay, also hier haben Sie, wie gesagt, auch eine Funktion in Abhängigkeit hiervon. Okay? So. So was kann ich auch können, gegebenenfalls, wenn man das von mir verlangt. Ja? Ich bringe jetzt auch mal bei, wie das geht. Also wie man jetzt die Mittelfunktion aufstellt. Okay? Aber wie gesagt, das setze ich hier noch weiter. Oder das ist das Ergebnis. Ja? Und damit Sie sich jetzt hier nicht darüber wundern, habe ich beschlossen, jetzt hier für den ersten Teil, das machen wir her. Ja? Und dann gucken wir mal. Das ist aber nicht so schwierig. Ja? Die anderen beiden machen wir jetzt nicht. Das ist eigentlich im Prinzip genauso. Ja, das funktioniert jetzt hier gleich. Genau nach die gleiche Verhältnisweise. Okay, haben Sie es abgeschrieben? Okay, gut, dann fangen wir an. Und zwar, wir zeigen jetzt hier gerade das hier. Ja, Schritt für Schritt. Okay, das war okay, Gütefunktion. So, schauen Sie. Also, das ist die Gütefunktion. Die Gütefunktion ist im Prinzip die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Nullhypothese abgelehnt wird. Und zwar, die haben nämlich gleich von Null. Schreibe ich hier gleich mal dazu. Die Frage war, wird H0 abgelehnt? H0 wird abgelehnt, wenn, wie so viel mit dieser, ja, bei zwei Seiten Test, was finden Sie im Skript, wenn der Betrag der Feststatistik größer ist als das 1 minus alpha halb mit D. Das heißt im Prinzip, schauen Sie, ich suche jetzt hier nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese abgelehnt wird. Und dann kommt jetzt hier natürlich nochmal mit zum Ausdruck. Ja? Die Wahrscheinlichkeit also, dass das stattfindet, was ich jetzt gerade gesagt habe, nämlich H0 wird abgelehnt. Das schreibe ich ja vielleicht einfach mal dazu. H0 wird abgelehnt. Okay. So, und dieses Ereignis, ja, hier steht also H0 wird abgelehnt. Sorry, wenn Sie das jetzt nicht lesen können. Und dieses Ereignis, schauen Sie, das schreibe ich hier einfach mal formal hin. Und formal heißt es im Prinzip, H0 wird abgelehnt, genau dann, wenn die Teststatistik, und das ist jetzt hier abgekürzt mit Z, beziehungsweise der Betrag der Teststatistik, größer ist als das 1 minus alpha halbe Quantil der Standardnormalverteilung. Ja, das wissen Sie. Aufrechterhalten. Okay? Ja? Okay, einverstanden? Also das ist natürlich gleichbedeutend damit, dass hier, dass die Nullhypothese abgelehnt wird. Ja? Wenn der Betrag der Statistik größer ist als das 1 minus alpha halb mit W, hat man schon. Okay. So, jetzt rechne ich das mit der Gegenwahrscheinlichkeit aus, weil hier irgendwas haben wir gerne gleich. Das heißt, es steht dann 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass, schauen Sie, genau das Gegenteil von dem, also das Gegenteil davon, dass der Betrag einer Zahl größer ist als das hier, ist, dass der Betrag von der Zahl höchstens so groß ist wie das hier. Nicht? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Betrag von dieser Teststatistik höchstens so groß ist wie das 1 minus alpha halbe Quantil der Standardnormalverteilung. Das ist genau das, nicht? Das ist Gegenwahrscheinlichkeit, ne? Habe ich auch erzählt. So, gut. Wie geht es jetzt weiter? Wann ist zum Beispiel der Betrag von einer Zahl höchstens so groß wie das hier? Oder zum Beispiel höchstens so groß wie 4? Wenn die Zahl liegt zwischen minus 4 und plus 4, dann ist das genau das Gleiche. Wann ist der Betrag von einer Zahl höchstens so groß wie das 1 minus alpha halbe Quantil? Genau dann, wenn die Zahl zwischen minus, also zwischen diesem 1 minus alpha halbe Quantil und dem negativen Wert davon jetzt hier liegt. Das heißt, das ist dann das Gleiche wie 1 minus p von, schauen Sie, minus z1 minus alpha halbe kleiner gleich z kleiner gleich plus z1 minus alpha halbe, wenn Sie so wollen. Ne? Okay, können Sie mir noch folgen, hoffentlich. Ne? Das hat noch nicht mit Gütefunktion zu tun. Ne? Das ist einfach nur ein Standardfehler, das wissen Sie. Okay, jetzt passen Sie auf die Teststatistik. Die war jetzt hier gegeben, und zwar wie folgt, schauen Sie. Die war jetzt hier gegeben mit, ja, schreibe ich jetzt einfach mal dazu, 1 minus p. Minus z1 minus alpha halbe, schreibe ich jetzt einfach mal ab. Kleiner Geist, jetzt setze ich hier die Teststatistik ein. Also nicht den Wert, den wir jetzt hier ausgerechnet hatten, sondern
der sich jetzt hier allgemein ergeben würde. Ja? Und zwar schauen Sie es gerade aus der Nullhypothese. Das war jetzt hier wie folgt formuliert: x quer minus, schauen Sie, mu 0 geteilt durch Sigma durch Wurzel aus n und dann hier kleiner gleich z1 minus alpha halbe und dann Klammer zu. Das ist jetzt hier der Ausdruck, der danach kommt. Ja? Okay? So. Meine Damen und Herren, das ist jetzt gar nicht so einfach zu bestimmen. Schauen Sie, dieses Ding ist hier nämlich nur dann standardnormal verteilt, ja, wenn die Nullhypothese wahr ist. Ja? Aber gut, in allen anderen Fällen ist es nicht der Fall. Nicht? Also wenn hier sprich, wenn hier μ stehen würde, nicht? Dann wäre dieses Ding standardnormal verteilt. Das steht aber nicht da, hier steht nämlich nicht μ, hier steht also nicht der Erwartungswert der Zufallsvariablen, sondern hier steht einfach nur 0. Also sprich, auf der Wert, auf den ich dann teste. So. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt hier eben halt nicht 1 minus Alpha. Ne? Oder 1 minus Alpha ist. Doch, das wäre jetzt hier 1 minus Alpha, wenn hier statt μ, Entschuldigung, statt μ 0 μ gestanden hätte. Ne? Also wie gesagt, nochmal, ich wiederhole, wenn hier μ gestanden hätte, wäre diese Wahrscheinlichkeit 1 minus Alpha. Das ist aber nicht. Ne? Wie gesagt, weil die Nullhypothese nicht wahr ist. Ja? Oder vielleicht nicht gegebenenfalls. So. Wir machen jetzt hier einen kleinen Trick, passen Sie auf. Und zwar machen wir jetzt hier folgendes. Wir machen jetzt hier so eine kleine Nulladdition. Das sieht wie folgt aus, schauen Sie. Also, wir bringen jetzt hier nämlich diesen Parameter μ rein. Also 1 minus p von, schauen Sie. Minus z1 minus alpha halbe. Steht hier x quer, ja, also kleiner gleich, x quer. So. Bringen jetzt hier eine Nulladdition rein. Nulladdition, was heißt das? Ich addiere 0 zu diesem Ausdruck. Ja? Werden Sie gleich sehen, wie. Also schauen Sie. Ziehe nämlich 0 ab. Und dann im Anschluss addiere ich wieder dazu. Ja? Warum? Wie gesagt, das ist ein kleiner Trick, kommt gleich. Ne? Und dann schreibe ich 0 und dann hier Sigma durch Wurzel aus n und dann kleiner gleich z1 minus alpha halbe. Das ist jetzt hier der nächste Schritt. Ja? Also nur, dass Sie das hier vielleicht nochmal so lernen können, jetzt hier gerade für die Übersicht. Ich mache hier so eine Linie rein, ja? Damit Sie das jetzt hier vielleicht besser kennen. Okay? Also Nulladdition, ich addiere jetzt hier Mühe dazu und dann, also hier addiere ich es dazu und hier ist es ab. Ja, so. Gut. Passiert gar nichts. Ja? Okay, im Prinzip, denken Sie. So. Nachdem ich das jetzt hier gemacht habe, trenne ich den Bruch. Sie wissen ja gerade, dass eine Addition ja auch assoziativ ist, sprich, ich kann jetzt hier in eine Klammer setzen, wo ich will. Ja? Also es wird jetzt hier vielleicht mal eine Klammer hier, beziehungsweise da. Ja? Und dann sehen Sie, was jetzt hier nochmal dann vor sich geht, passen Sie auf. Also das ist jetzt hier 1 minus p-Form und ich trenne jetzt hier diesen Ausdruck, minus z1 minus alpha halbe, kleiner gleich, und hier steht dann x quer minus μ durch Sigma durch Wurzel n. Das ist jetzt hier der erste Ausdruck. Und der zweite Ausdruck, der sich dann hier daneben befindet, ist dann μ minus μ 0 geteilt durch Sigma durch Wurzel n. Also ich habe nichts anderes gemacht, als dass ich jetzt hier diesen Bruch auseinandergezogen habe. Ja, und dann steht hier, dann, das ist dann hier, geht es hier weiter, kleiner gleich, das 1 minus alpha halbe Quantil der Standardnormalverteilung. Bringt hier wieder so eine so kleine Linie rein, damit Sie das etwas besser sehen, hoffentlich. Ja? Und dann ist hier Klammer zu Ende, die Klammer. Ja? Also ist hier dann zu Ende. Okay? Also das ist die Nulladdition, dann habe ich jetzt hier den Bruch auseinandergezogen. So. Und das hier, schauen Sie, das bringe ich jetzt hier auf alle. Auf die beiden Seiten der Gleiche. Damit das in der Mitte steht. Warum? Weil wenn das in der Mitte steht, dann ist dieses Ding standardnormal verteilt. Ja, und dann kann ich jetzt hier die Wahrscheinlichkeit auch davon ausrechnen. Das ist nicht schwierig. Ja, also das machen wir jetzt hier gleich in Folge. Okay, also sprich, was mache ich? Dieser Ausdruck hier, der verschwindet jetzt hier in der Mitte. Und zwar indem ich jetzt hier das von allen drei Seiten der Gleichung abziehe. Ja, also gerade erstmal von der linken Seite. Schauen Sie, hier steht dann. Und das ist hier noch vielleicht zu verdeutlichen. Hier steht also 1 minus p von minus z1 minus alpha halbe. Okay, und dann kommt jetzt hier dieser Ausdruck. Ja, sehen Sie, minus μ minus μ0 geteilt durch Sigma durch Wurzel n. Okay, danach kommt der Ausdruck jetzt hier in der Mitte, der jetzt hier noch übrig bleibt. Wenn ich jetzt hier von diesem Ausdruck in der Mitte das abziehe, dann bleibt mir das übrig. Ja? Also dann steht hier x quer minus μ geteilt durch Sigma durch Wurzel n. Das ist ja auch offensichtlich. Und auch auf der rechten Seite, schauen Sie, wenn ich jetzt hier von der rechten Seite das abziehe, dann
kommt jetzt hier das folgende Ergebnis raus, und zwar erstmal das 1 minus Alpha halbe Quantil der Standardnormalverteilung und dann minus dieser Ausdruck, mu minus mu null, geteilt durch Sigma durch Wurzel n. Okay, dann ist jetzt hier die Klammer zu Ende. Kein 1 wie Hausgleich, ja? Nicht, dass er sich jetzt hier so ein bisschen erschreckt. Okay? Ja, also langsam verliert man so ein bisschen die Übersicht, aber wie gesagt, Sie brauchen sich jetzt hier erstmal also keine Gedanken zu machen. So, schauen Sie, hier steht jetzt im Prinzip, um es mal vielleicht mal zu verdeutlichen, hier steht im Prinzip, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt in dem Fall von einer Zufallsvariablen, ich schreibe jetzt hier einfach mal z, dass die Wahrscheinlichkeit hier zwischen A und B liegt. Ja, im Prinzip, ich habe jetzt hier eine Ober- und Untergrenze. Und das kennen Sie, das ist nichts anderes, schauen Sie, als dass die Wahrscheinlichkeit jetzt hier von der Zufallsvariable, dass p von x kleiner gleich b ist, minus dass die Wahrscheinlichkeit von p x kleiner wie a ist. Und jetzt sorry, nicht x, sondern z. Ja, ich habe das jetzt hier aus Versehen x geschrieben, obwohl ich das jetzt hier z genannt habe, das haben Sie in Absicht. Also nochmal, wie gesagt, wenn jetzt hier diese Wahrscheinlichkeit gesucht ist, dann gilt ja im Prinzip das hier, p von z kleiner gleich b minus p von z kleiner a. Z ist bei uns dabei, da steht hier die Zufallsvariable. Da steht hier die Zufallsvariable, das ist wiederum egal, ob sie kleiner oder kleiner gleich schreiben. Das heißt, das ist jetzt in dem Fall, schauen Sie, p von z kleiner gleich b minus p von z kleiner gleich a. Warum? Wie gesagt, scheint es dazu, weil die Zufallsvariable bestätigt ist. Ich kriege ja immer wieder die Frage gestellt, warum darf man kleiner und kleiner gleich schreiben. Die Molan-Verteilung, haben Sie es schon mal gesehen. So. Also, und das ist ja im Prinzip das, was dann oben steht. Ja? Hier steht nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsvariable Werte annimmt zwischen dem und dem. Okay, das ist nichts anderes, und ich fasse das jetzt hier einfach nochmal kurz zusammen. Also, ich behalte das jetzt hier einfach mal bei. Augenblick, ich brauche jetzt hier nicht weiter. Und zwar, wir behalten das jetzt hier bei. Also, schauen Sie. Ich muss das hier mal so verdeutlichen. Hier, wie ich das jetzt hier vereinfache. Also das ist jetzt hier die Erklärung für den folgenden Schritt, den ich jetzt hier gerade machen werde. Schauen Sie. Und zwar, also dieses 1 minus, das muss ich jetzt einfach mal hinschreiben, 1 minus p von, jetzt gerade schreibe ich jetzt hier die Zufallsvariable hin, von der jetzt hier die Rede war, das war jetzt nämlich das hier, x quer minus μ geteilt durch Sigma durch Wurzel n, das ist hier die Zufallsvariable. Und die ist höchstens so groß wie jetzt dieser Ausdruck, was ich jetzt hier gerade nämlich mit der Obergrenze hatte, nämlich b. Also das ist jetzt hier gerade das da. Z1 minus Alpha halbe minus μ minus μ0 geteilt durch Sigma durch Wurzel aus n. Okay. So. Und hier fehlt nur noch dieser Ausdruck. Schauen Sie, p von z kleiner gleich a. Das ist jetzt hier wie folgt. Was sich dann hier ergibt, ich muss das jetzt hier natürlich in Klammern setzen, also das darf ich nicht vergessen, und dann minus p von, jetzt hier gerade die Wahrscheinlichkeit für die Zufallsvariable x quer minus μ geteilt durch Sigma durch Wurzel aus n, das haben wir hier, und das ist dann kleiner gleich die Untergrenze, und die Untergrenze steht ja hier oben, ne? Das sehen Sie gerade hier, das ist die Untergrenze, ja, das schreibe ich jetzt einfach mal dazu, und dann habe ich jetzt hier noch die Übersicht noch beibehalten, also minus z1 minus alpha halbe und dann minus μ minus μ0 geteilt durch Sigma durch Wurzel n. Und da mache ich jetzt hier beide Klammern zu. Ja? Okay. Also einmal die hier, das ist jetzt hier vielleicht die eckige Klammer. Ja. Und dann ziehe ich hier die Wahrscheinlichkeit. Ja? Okay, so sieht es aus. Wie gesagt, haben Sie keine Angst, denn Sie erkennen jetzt hier nicht Folgendes. Schauen Sie, dieser Ausdruck hier, der da, der folgt der Standard-Normalverteilung. Das können Sie vielleicht nochmal dazu schreiben. Ja, also dieses Ding folgt der Standard-Normalverteilung. Genauso wie im Endeffekt das hier. Das ist ja auch das Gleiche. Ja, also dieses Ding ist Standard-Normalverteilung. Okay? So. Und die Frage ist jetzt im Prinzip, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Standard-Normalverteilte Zufallsvariable höchstens so groß ist wie das hier? Ja? Das, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als der Wert der Verteilungsfunktion, der Standardnormalverteilung, genau an dieser Stelle. Nicht? Das heißt, das ist jetzt nichts anderes als phi von das hier. Ja? Das schreibe ich jetzt einfach mal dazu. Und im nächsten Schritt löse ich auch jetzt hier nochmal die eckige Klammer auf. Ja? Also das ist jetzt hier nochmal 1 minus, und hier Klammer wird dann aufgelöst, das ist dann phi von
Schauen Sie, der Wert also der Standardnummerverteilung oder der Verteilungsfunktion der Standardnummerverteilung genau an diese Stelle. Schauen Sie, das ist dann jetzt die Z1 minus alpha halbe minus μ minus μ0 geteilt durch Sigma durch Wurzel aus n. Und dann, hier steht ja zwar Minus, aber Minus und Minus gibt es dann Plus. Nicht? Wie gesagt, hier ist die Klammer, also, das ist jetzt hier auch passen, das wird dann Plus der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnummerverteilung an diese Stelle, und zwar an der Stelle, die es jetzt hier dann sich ergibt, minus Z1 minus Alpha halbe, und dann steht hier minus μ minus μ0 geteilt durch Sigma durch Wurzel aus n. So. Okay, das ist die Güte-Funktion und das ist auch das, was wir eigentlich, ja, was wir zum Beispiel am Anfang noch notiert haben. Ja, das ist das gleiche Ergebnis, wie gesagt. Die Schritte sind nicht besonders schwierig, man verliert nur eine gewisse Weise die Übersicht, ja, gerade bei solchen großen Ausdrücken. So, was wir noch machen, ist, schauen wir uns mal diese Güte-Funktion mal grafisch an, wie das jetzt hier aussieht. Und zwar jetzt hier gerade von diesem Beispiel 10.1. Wenn Sie jetzt hier mal da die Werte da so ein bisschen greifen, also das wird jetzt hier in der Aufgabenstellung zwar nicht verlangt, aber wir ergänzen das jetzt trotzdem. Also Augenblick, also schaut das hier einfach mal kurz an. Beispiel, schauen Sie, 10.1, da hatten wir jetzt die folgenden Angaben, die man jetzt hier machen musste, also H0. H0 μ ist gleich 2, dann hatten wir jetzt hier ein Signifikanzniveau von 0,05. Wir hatten jetzt hier eine Standardabweichung von 0,16 und n war gleich 25. Das habe ich jetzt hier auch nochmal gemacht. Ne? Okay. So, das waren jetzt hier die Angaben. Und wenn man jetzt hierzu speziell die Güte-Funktion aufstellt, ja, dann sieht das Ganze wie folgt aus. Und zwar, also wenn man das jetzt hier dann alles einsetzt, ne, also hier, ne, was man jetzt hier dann hat. Ne, also man sieht ja hier, wenn Alpha gleich 0,05 ist, ist ja hier Z1 minus Alpha halbe, schauen Sie, das 1 minus Alpha halbe Quantil der Standardnummerverteilung, das ist jetzt hier das 0,975 Quantil, ne, der Standardnummerverteilung, und das ist 1,96. Ne, das ist jetzt vielleicht nochmal kurz etwas, was man ausrechnen sollte. Und dann sieht jetzt hier die Gütefunktion zu diesem Test mit dieser Nullhypothese folgt auf. Schauen Sie. Und zwar, also die Gütefunktion, ja, schreibe ich jetzt hier einfach mal dazu, ist dann, und da setze ich hier einfach die Größen ein, 1 minus der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 1,96 minus μ minus 2, ja, μ0 ist ja 2, das ist ja der Wert, auf den ich teste, geteilt durch Sigma ist 0,16 und dann geteilt durch Wurzel aus 25. Okay, das ist jetzt hier der erste Ausdruck. Ich werde ihn auch noch ein bisschen vereinfachen. Okay, und der zweite Ausdruck, das sehen Sie hier oben, das war nämlich die Gütefunktion. Ich mache jetzt hier vielleicht mal kurz einen kleinen Hinweis an, damit Sie das jetzt hier nicht verwechseln. Hier ist die Güte-Funktion, ja, und da setze ich jetzt hier einfach mal die Werte ein. Also plus der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle minus 1,96 und dann minus μ minus 2 geteilt durch 0,16 geteilt durch Wurzel aus 25. Ja, gut, dann fassen wir jetzt hier nochmal die Ausdrücke zusammen. Ja, also jetzt hier gerade aus der Güte-Funktion, weil das ist ja das, was man einfach dann eingesetzt hat. Ja. Okay, und dann steht jetzt hier wie folgt der folgende Ausdruck da, und zwar der Ausdruck, das ist dann jetzt in dem Fall 1 minus, und dann, naja gut, da fummelt man hier so ein bisschen rum, ja. Also hier, das kann man ja auch trennen und so, da kann man das dazu addieren, was weiß ich, und dann kommt jetzt hier folgendes heraus, schon wie, also man das jetzt hier dann dazu addiert, hier ist ja gerade Minus und Minus, bald aufeinander, 4, kommt heraus 4,46 minus 1,25 mal μ. Und dann plus Phi von 0,54 minus 1,25 mal μ. Okay, so sieht jetzt hier dann die Gütefunktion in Abhängigkeit von μ aus. Ja, also schreibe ich das hier vielleicht mal dazu, dass Sie das sehen, dass das hier von μ abhängt. Und dann könnte man hier zum Beispiel, also das ist jetzt eigentlich auch das, was mich für die Klausur dann vorstellt, also wenn das jetzt hier drankommt, dann kommt das jetzt hier sofort dran. Sie müssen es vermutlich jetzt nicht herleiten, so wie ich. Sie haben es ja schon, gerade für diesen Test,
Hier könnte man zum Beispiel die Frage stellen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese, die hier, abgelehnt wird bei μ gleich 3. Also sprich, wenn μ gleich 3 der wahre Wert ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Nullhypothese abgelehnt wird? Dann müssen Sie jetzt hier in dem Fall den Wert 3 in die gute Funktion einsetzen. Ja? Also wenn Sie jetzt hier vielleicht sich das mal angucken. Ja? Also um das vielleicht mal zu verdeutlichen, schauen Sie. Also wie gesagt, typische Fragestellung jetzt hier für die Klausur. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Ja? Also schreibe ich jetzt einfach mal dazu. Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese, die hier, bei jetzt hier einem Wert von μ gleich 3 abgelehnt wird? Fragezeichen. Ja? Das könnte nicht mehr so kommen. Also wenn es kommt, dann kommt es so. Und dann müssen Sie darauf kommen, dass sich dabei um die Gütefunktion handelt, die dann fragt. Ja? Also sprich, wir im Endeffekt jetzt hier die Antwort, die man jetzt hier dann hat, ist oder wäre die Gütefunktion an der Stelle 3. Ja, das heißt, Sie müssen dann die Gütefunktion in die Gütefunktion, die Sie jetzt hier vorhin dann ausgerechnet hatten, den Wert 3 einsetzen, wenn man sieht. Ja, also ein g von 3, das wäre jetzt in dem Fall, schreibt es einfach mal kurz an, 1 minus der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 4,46 minus 1,25 mal 3 und dann plus der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 0,54 minus 1,25 mal 3. Und dann rechnen Sie das bitte dann aus. Ja, das machen wir jetzt hier nicht weiter. Das haben wir schon gemacht. Ja? Ich meine, das hier die Verteilungsfunktion zum Beispiel. Okay, das heißt eine typische Klausurfrage. Ja? Okay, aber keine richtige Sagen, stellen Sie die Gütefunktion auf und setzen Sie 3 ein, das sagt Ihnen keiner. Ja? Sondern Sie müssen das aus dem Kontext erkennen. Okay, das wäre jetzt hier eigentlich, und vielleicht hilft dann diese Frage, die Ihnen jetzt hier vielleicht dann so angegeben wird. Und dann kommt dann die Wahrscheinlichkeit heraus, nach der gefragt wird. Okay, ja, also wie gesagt, aber seien Sie nicht erschrocken, das ist nicht allzu schwierig. Ja? Okay, so, was ich Ihnen vielleicht nochmal zeigen wollte, ist, wie die Gütefunktion hier aussieht. Und zwar jetzt in Abhängigkeit von mir, schauen Sie, also jetzt, die hier, die man jetzt hier dann hat, die hier, die wollen wir zeichnen. Das müssen Sie nicht können für die Klausur, um Gottes Willen. Ja? Ja, also, wie gesagt, keine Angst. Ja? Das wäre zu krass. Ja? Obwohl, ja, wenn man Zeit hat, egal. So, die Gütefunktion, das müssen Sie auch jetzt nicht abzeichnen. Das finden Sie auch bei den Unterlagen. Sieht so aus. Ja, mal gucken. Ja? Wenn Sie das noch nicht so ganz genau erkennen, ich male das jetzt hier nach. Das gelang jetzt hier nicht, das ist immer ausgedrückt. Schauen Sie, hier ist die, schauen Sie, hier ist die Ordinate, hier ist jetzt der Wert 1. Ja? Also ganz hier oben ist der Wert 1. Können Sie mich vielleicht mal so kurz mal sehen. So, hier, schauen Sie, hier sind jetzt hier die Werte, also hier ist minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, schauen Sie. Und die Gütefunktion, jetzt gerade für diese Nullhypothese, also schaue ich jetzt nochmal dazu, Gütefunktion, jetzt gerade bei der Nullhypothese, wir haben jetzt hier μ gleich 2 getestet, schauen Sie, sieht wie folgt aus. So, lassen Sie auf. So, dann weg. Okay. Ja? So. Kommen Sie jetzt bitte nicht auf die Idee zu sagen, das ist die umgedrehte Dichtefunktion der Standard-Nachverteilung oder sowas. Ja? Das ist ja Quatsch. Ja? Das müssen Sie jetzt hier. Müssen Sie nicht abzeichnen, haben Sie schon bei den Unterlagen, ja? Die ich dann hochlade. Lassen Sie es. Ja? Kommt eh nicht dran in der Klausur. Ja? Obwohl. Gut. Aber nur, dass Sie erkennen, schauen Sie, passen Sie auf, hier, das habe ich Ihnen ja gesagt, hier, das ist vielleicht etwas interessanter, es geht ja nicht ganz diese Abszisse runter, sondern das hört jetzt hier auf, hier ist jetzt der Wert 0,1 und hier ist dann die Hälfte von 0,1, schauen Sie, die Hälfte von 0,1 ist 0,5. Ja? Und da hört es ja dann auf. Warum? Warum? Weil wir jetzt gerade bei 0 auf 0,5 testen. Und die Wahrscheinlichkeit, schauen Sie, dass die Nullhypothese abgelehnt wird, wenn sie stimmt,
ist genau Alpha. Ja? Das ist jetzt hier gerade nämlich der Wert 0,5. Ja? Also Alpha ist jetzt hier, schreibe ich jetzt hier nochmal dazu, Alpha ist 0,5. 0,05, sorry. Also 5%. Okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese abgelehnt wird, wenn sie stimmt, ist ja Alpha. Und das ist nichts anderes als G an der Stelle 2. Das heißt, hier suche ich die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese abgelehnt wird, und zwar die hier, wenn μ gleich 2 der wahre Wert ist. Und das ist offensichtlich 0,05. Das ist interessant. Das können Sie vielleicht mal kurz montieren. Das werden Sie auch ein bisschen nicht klarer sehen. Das heißt, wo könnte man jetzt hier auch die Wahrscheinlichkeit für Fehler ersten Radiation noch bestellen? Aber das ist wirklich das Einzige, was interessant ist an dieser Geschichte. So. Oder beziehungsweise, schauen Sie, was ist noch interessant? Eine Sache ist noch interessant hier. Und zwar, das ist ja das, was man gerne hätte. Nicht? Idealer Test, wo man keine Fehlentscheidung trifft. Ja? Hier geht es so durch, bei der 1 und bei der 2 ist jetzt hier die 0. Ja? Ja gut, und das ist halt das, was man hat stattdessen. Ja? Also hier sind vielleicht mit größere Werte, ja? 6, 7 und so. Da würden wir mit großer Wahrscheinlichkeit keine Fehlentscheidung treffen. Ja? Aber jetzt hier bei der 3 und bei der 1, ja, vielleicht auch bei der 0 und so, da besteht ja noch zumindest die Chance, dass man jetzt hier eine Fehlentscheidung trifft. Ja? Deswegen, also wie gesagt, das ist das, was man gerne hätte. Und das ist aber die Wirklichkeit. Ne? Es gibt ja meistens immer unterschiedlichen Selbst in Wirklichkeit nicht, ich kenne sie. Ne? Das ist ja auch in der Statistik so. Ne? Das ist das, was man gerne hätte, und das ist das, was man hat. Recht. Ne? Okay. Also nur, dass Sie das wissen. So. Ich habe das jetzt hier auch nochmal für die Übrigen ebenfalls eingefertigt. Das zeige ich jetzt hier nur, damit Sie sehen. Schauen Sie, wir hatten jetzt hier beim letzten Mal, schauen Sie, die Gütefunktion, wenn die Nullhypothese so ausgesehen hatte, so, μ kleiner gleich 2, ja, das war die Nullhypothese, so sah die Gütefunktion aus, im Idealfall. Und was man hier stattdessen hat, ist, schauen Sie, das hier. Ja, ich zeige es Ihnen mal. Ja, ich habe das jetzt zumindest mal vorbereitet. Müssen Sie aber jetzt nicht abzeichnen, kommt eh nicht drin, keine Sorge. Ja. Das ist die Wirklichkeit. Ja. Okay, also hier ist die 1. Okay, hier ist der Wert gerade 2. Ja, das gilt auch hier. Die Wahrscheinlichkeit bei der 2 ist jetzt in dem Fall, also g von 2 ist jetzt ebenfalls 0,05. Ja. Okay, aber wie gesagt, Wirklichkeit, und das ist das, was man gerne hätte. Ja. Das hatten wir ja gar nicht abgesprochen, warum das so sein muss. Ja? Und, last but not least, kann Sie, als letztes. Okay, Augenblick. Ja? Bei dieser Nullhypothese, das hatten wir bei den Notizen, schauen Sie, oben, gucken Sie einfach mal rein. Bei dieser Nullhypothese würde die Gütefunktion, die Idealfall, jetzt hier so aussehen, nicht das kennen Sie. Und wie sieht es tatsächlich aus? Nun vergleichen Sie mal. Also, das ist jetzt hier die Wirklichkeit. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt hier erkennen. Das sieht so aus. Ja. Okay. Etwas abgerundet. Ne? Das sehen Sie. Ja. Okay. Ja, also. Nur, dass Sie das jetzt hier dann vielleicht mal nachvollziehen. Okay. Gut. Und hier auch. Ne? Das sehen Sie gerade hier. Das ist jetzt hier, also g von 2 ist jetzt ebenfalls 0,05. Wahrscheinlich gar nicht vielleicht. Okay. Meine Damen und Herren, ja, also wie gesagt, keine Angst. Das werden Sie jetzt hier in der Klausur nicht können müssen, das zu zeigen. Das dauert viel zu lange. Ja? Aber zumindest, dass Sie mal eine Idee haben, wie das im Idealfall aussehen könnte. Ja? Vielleicht könnte man das so abfragen in der Klausur, dass man irgendwelche Bildchen hat, was weiß ich, die durchnummeriert und so. Und dann müssen Sie sagen, wie das aussieht. Ja? Ja, das kann man durchaus vorstellen, aber ansonsten, wie gesagt, das müssen Sie jetzt in dem Fall jetzt nicht machen. Ja, okay? Wenn Sie wissen, wie es im Idealfall aussieht, nicht, und das können Sie leicht nachvollziehen, dann, wie gesagt, dann müssen Sie halt einfach mal das dann, sich dann heraussuchen, was da halt am nächsten kommt. Ne? Sie müssen aber immer wissen, wenn die Nullhypothese, schauen Sie jetzt in dem Fall, was hatten wir jetzt hier gerade, die μ größer gleich 2 ist, ja, dann ist jetzt hier die Wahrscheinlichkeit hierfür, dass die Nullhypothese abgelehnt wird, stets Alpha, ja, gerade jetzt in unserem Beispiel. Ja, das ist jetzt hier wichtig.
Okay. Meine Damen und Herren, so viel hierzu. Für die Klausur, ich denke nicht, dass das so eine große Rolle spielt. Ja? Also, wenn Sie sich entscheiden, auf Mühe zu werden, ja, gehe ich mal zu. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht drankommen kann, aber. Naja, also wie gesagt, vielleicht. So, ja? Vielleicht mit mir zusammen. Ja? Das kann man sich mal vorstellen. Eine Teilaufgabe. Ja, wenn Sie so. Okay. Gut, meine Damen und Herren, haben Sie Fragen hierzu? Keine weiteren Fragen. So, Herr Hassler hat mich gebeten, an dieser Stelle aufzuhören, weil er nicht so weit ist wie mir. Habe ich Sie an der Stelle kommen Sie. So schlimm ist es doch gar nicht. Okay, aber nächste Woche gehen wir dann wieder Vollgas, ja? Ich bedanke mich wieder herzlich.